Mein Name ist Stefan Lukas und ich werde mich ins Drogen- und Rotlichtmilieu begeben. Denn nur so werde ich es schaffen, die 17-jährige Madeleine da wieder rauszuholen. Mami hat dich ganz so lieb und ich sorge jetzt dafür, dass wir eine tolle Zukunft haben werden. Oh nee, die schon wieder. Du wolltest Sex? Komm her. Lass das Geld. Meinst du, ich bezahle für Sex mit einer minderjährigen Mutti? Wer hat dir das angetan? War das dieser Jesse? Madeleine will aber nicht mit dir mitfahren. Verpissen sich endlich. Rede nicht so mit mir. Ich mach das freiwillig, wirklich. Es kann ruhig jeder wissen, dass meine Tochter anschaffen geht, statt sich um ihr Baby zu kümmern. Bitte. Wissen Sie, was das bedeutet? Ja, ich komme gleich runter. Nur gucken, dass ich an meiner Mutter vorbeikomme. Ja, es klappt schon. Ist okay. Bis gleich. Na, mein Süßer? Mami hat dich ganz so lieb. Und ich sorge jetzt dafür, dass wir eine tolle Zukunft haben werden, ja? Oma passt so lange auf dich auf. Verdammt, wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Ach Marvin, was ist nur mit deiner Mama los? Warum kümmert sie sich gar nicht mehr um dich? Schon wieder. Für wen arbeitet die Kleine überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Aber das geht jetzt schon seit 2 Wochen so. Taucht die einfach auf, wenn sie Bock hat und nimmt uns die Kunden weg. Aber nicht mehr lange. Ich zeig's dir jetzt. Hey du! Ich sag's dir jetzt das letzte Mal. Verpiss dich und schaff woanders an, verstanden? Was soll der Scheiß? Ich kann hier genauso stehen wie ihr. Das hier ist unser Revier. Ja und? Ich bleib hier, ich brauch das Geld. Ach echt? Wir brauchen hier alle das Geld. Für wen arbeitest du überhaupt? Für die Freiheit? Blöde Kuh. Miststück. Ich glaub's nicht. Ganz so unglaublich, echt. Wie alt bist du? Alt genug. Bist du überhaupt schon volljährig? Ja, klar. Französisch mit Kondom, 20 ohne 40. Geschlechtsverkehr nur mit Kondom, 50. Anal und Küssen ist nicht, aber wir können... Ich glaub dir kein Wort. Du bist noch keine 18. Los, aussteigen. Kannst du mich nicht wenigstens wieder mit zurücknehmen? Du steigst jetzt erst aus. Ja. So, Mädchen, du wolltest Sex. Du bekommst Sex. Hä? Aber ich dachte... Lass das mit dem Denken. Komm her. Lass das Geld. Meinst du, ich bezahle für Sex mit einer minderjährigen Nutte? Lukas. Guten Morgen. Ich muss dir zweimal hingucken. Haben Sie gar nicht erkannt, Frau Lorenz? Haben Sie frei heute, ha? Ach, das ist ja ein Ding. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie mich kennen. Ich meine, so oft sind wir uns ja noch nicht begegnet. Und ich putze das Treppenhaus ja auch immer erst spät abends, wenn niemand mehr in der Kanzlei ist. Natürlich kenne ich Sie. Wen haben Sie da dabei? Ist das Ihr Baby? Nein. Ich habe zwar selber 4 Kinder im Alter zwischen 14 und 17, aber das ist mein Enkel, Marvin. Wow, Großmama, ja? Also, so sehen Sie wirklich nicht aus. Alle Achtung. Naja, geplant war das natürlich nicht. Meine Älteste, Madeleine, hat ihn bekommen, da war sie gerade erst 17 geworden. Helfen Sie jetzt bei der Kinderbetreuung. Naja, was soll ich machen? Zu Anfang hat sich Madeleine wirklich großartig um Marvin gekümmert, aber in den letzten Wochen schlimm. Was ist schlimm? Sie lässt Marvin dauernd links liegen, ist immer unterwegs, schlägt sich die Nächte um die Ohren. Und jetzt hat das Jugendamt auch noch Wind davon bekommen.
Die haben ja die Vormundschaft für Marvin, bis Madeleine 18 ist. Und die drohen jetzt meiner Tochter damit, Marvin in eine Pflegefamilie zu stecken. Das ist ja furchtbar. Aber gut, da kann man was machen. Ehrlich gesagt, deswegen bin ich auch hier und habe auf sie gewartet. Ich habe gedacht, sie können mir vielleicht irgendwie helfen. In 2 Stunden kommt ein Mitarbeiter vom Jugendamt vorbei und will mit Madeleine sprechen. Aber die ist weg. Haben Sie eine Ahnung, wo sie stecken könnte? Nein. Ich habe sie seit gestern Abend nicht mehr gesehen. Und an ihr Handy geht sie auch nicht ran. Also, jetzt hören Sie mal zu. Ich habe gerade ein bisschen Leerlauf. Ich gehe mal hoch zur Sekretärin, melde mich für einen Moment ab und dann fahren wir zu Ihnen und reden mal in Ruhe. Echt? Ja? Super. Danke, Herr Lukas. Ich habe auch ein bisschen Geld auf Seite gelegt. Wir sehen uns gleich. Ja? Bis gleich. Bis gleich. People, help the people, and if you're homesick. Ich habe auch schon alle Krankenhäuser abtelefoniert. Und bei der Polizei habe ich auch angerufen. Aber die sagen nur, dass es völlig normal sei, wenn eine 17-Jährige mal eine Nacht nicht nach Hause kommt. Wo steht eigentlich Marvins Vater? Im Gefängnis. Madeleine hat keinen Kontakt mehr zu ihm. Das heißt, Sie sind die nächste Verwandte. Ich könnte eins vielleicht machen. Ich könnte beantragen, dass Sie die Vormundschaft für Marvin bekommen. Ich denke, das würde einiges vereinfachen. Echt? Sehen Sie da eine Chance? Ich bin alleinerziehend und habe selber 4 Kinder. Das ist bestimmt der Heini vom Jugendamt. Herr Buttgereit vom Jugendamt, mein Anwalt. Stefan Lukas, freut mich. Wo ist Ihre Tochter Madeleine? Madeleine ist leider verhindert. Sie lässt also wieder mal einen Termin sausen? Nach all den Vorkommnissen in letzter Zeit sehe ich mich gezwungen, Marvin in eine Pflegefamilie zu geben. Packen Sie am besten schon mal ein paar Sachen für ihn. Naja, also jetzt mal vielleicht ganz langsam. Wir machen uns gerade selbst große Sorgen. Wir gehen aktuell davon aus, dass Madeleine was zugestoßen sein könnte. Ich mache einen Vorschlag, Herr Buttgereit. Sobald sie da ist, ruft sie an. Ich werde persönlich dafür sorgen. Hören Sie, Herr Lukas, es ist nicht das erste Mal, dass sich Madeleine als völlig unzuverlässig erweist. Sie hat die Vorsorgeuntersuchung für Marvin beim Kinderarzt verfallen lassen. Und nachdem sie ihre Ausbildung abgebrochen hat... Was hat sie? Das kann nicht sein. Sie ist jeden Morgen in die Bäckerei gegangen. Offensichtlich nicht. Aber wo ist sie denn dann jeden Tag gewesen? Fakt ist, sie kann oder sie will sich nicht um Marvin kümmern. Frau Lorenz, die wird beantragen, die Vormundschaft für Marvin zu bekommen. Ich werde es heute für Sie erledigen. Und ich denke, es macht Sinn, wir warten ab, wie das Ganze ausgeht. So lange bleibt Marvin bei seiner Großmutter. Ich meine, das macht doch Sinn. Es gibt doch keinen dringenden Grund, ihn momentan aus seiner gewohnten Umgebung zu reißen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich werde mich nach einer passenden Pflegefamilie umsehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich fass es nicht. Wie kann sie nur ihre Ausbildung schmeißen? Was ist bloß los mit ihr? Ja, was los ist, weiß ich auch nicht. Ich denke aber, es muss was ganz Bestimmtes vorgefallen sein, was dazu geführt hat, dass sie so schlagartig ihr Kind vernachlässigt und die Ausbildung sausen lässt. Wir müssen herausfinden, was sie den ganzen Tag gemacht hat in letzter Zeit. Wenn wir das wissen, dann finden wir sie auch. Ja, und wie? Mit mir redet sie ja nicht. So, ich drehe jetzt erstmal ihr Zimmer auf links. So, Fräulein, jetzt ist Schluss mit lustig. Ich werde schon rausfinden, was du treibst. Da muss doch irgendwo ein Hinweis sein auf irgendwas, wo sie hin ist, was sie will. Hier, sagen Sie mal, das hier ist das der Freund Ihrer Tochter. Nee, oder? Warum hat sie denn noch ein Foto von diesem Mistkerl? Das ist Jesse. Jesse Mertens, Marvins Vater. Ja, der im Gefängnis sitzt. Genau. Er sitzt seit einem Jahr wegen Drogenhandels in Jugendhaft. Als Madeleine ihm gesagt hat, dass sie schwanger ist, hat er sich sofort von ihr getrennt und sie in die Wüste geschickt. Mein Gott, wie sie sich wegen diesem Mistkerl die Augen ausgeheult hat. Sie hat mir versprechen müssen, ihn nie wieder zu sehen, und er hat eigentlich alle Fotos vor meinen Augen zerrissen. Hey, Moment, warten Sie bitte. Schade, ich dachte, vielleicht steht ein Datum hinten drauf. Ich habe folgende Überlegung. Es könnte doch sein, dass dieser Jesse mittlerweile aus der Haft entlassen wurde und sich mit ihrer Tochter trifft. Oh Gott. Sie glauben doch wohl nicht, dass er wieder draußen ist und Madeleine den ganzen Tag bei ihm rumhängt. Wäre doch eine Idee. Kann ich mal Ihr Handy haben? Ja, klar. Hier, bitte. Empfänger nicht erreichbar. Eben hat das Handy noch geklingelt. Jetzt ist es ganz aus. Oh Gott, diesem Jesse traue ich alles zu. Wenn der wieder draußen ist, dann hat Madeleines Verschwinden bestimmt was mit ihm zu tun. Vielleicht hat er ihr was angetan. Ich kümmere mich drum, versprochen. Danach stelle ich für Sie einen Antrag auf Übernahme der Vormundschaft. Halten Sie mal ganz kurz. Ich mache mal ein Foto davon. Ja, dann habe ich das natürlich einfach mal. So. Prima. Danke.
Was ist mit Madeleine passiert? Ist sie vielleicht einfach nur freiwillig untergetaucht, weil ihr alles zu viel geworden ist? Oder ist ihr doch was zugestoßen? Und wenn ja, steckt dann da dieser kriminelle Ex-Freund dahinter? Also, ich werde jetzt erstmal klären, ob Jesse Merten, so heißt der Ex-Freund wohl, mittlerweile aus der Haft entlassen wurde. Dann werde ich Kontakt aufnehmen mit einem Kommissar beim Drogendezernat, mit dem ich ganz gut kann und von dem ich viel halte. Ich will mein Bild von diesem jungen Mann machen und ich hoffe, dass mir dieser Kommissar dabei behilflich sein kann. Hallo, Herr Lukas. Hallo, Herr Reuter. Und? Ja, Sie hatten recht. Dieser Jesse Mertens ist tatsächlich vor 4 Wochen aus der Jugendhaft entlassen worden. Auf Bewährung. Was haben wir ausgefressen? Er wurde vor 1 Jahr mit 1 Kilo Haschisch erwischt und zu einer Jugendstrafe von 1,5 Jahren verurteilt, von der er aber 2/3 abgesessen hat. 1,5 Jahre ist natürlich ganz anständig. Dann nehme ich mal an, dass er vorher schon strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Ja, er hat schon eine Drogenkarriere hinter sich gebracht. Aber warum ist das so wichtig? Die Tochter meiner Mandantin wird seit gestern vermisst. Und die ist die Ex von diesem Mertens. Und ich befürchte fast, dass sie wieder bei ihm ist. Wenn ich halt wüsste, wo ich ihn finde. Er wohnt in der Berliner Straße 12. Er ist mir jetzt so rausgerutscht. Schöne Mittagspause, Herr Reuter. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Was ist denn das? Es ist noch nicht mal 12, Mann, so früh. Rechtsanwalt Lukas, ich würde gerne mit Mona sprechen. Jesse Mertens. Du hast Besuch von so einem Anwalt. Was für ein Anwalt? Ich habe meine Strafe abgesessen und seitdem nichts mehr gemacht. Könnte ich kurz mit ihm allein sprechen? Mhm. Also ich sag's gleich, um Ihre Drogengeschichten geht's mir nicht. Wo ist Madeleine? Das möchte ich wissen. Hören Sie, Madeleine ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Wo ist sie? Hatten Sie in den letzten Tagen mal mit ihr Kontakt gehabt? Natürlich nicht. Ich bin gerade erst aus dem Knast raus. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr zu Maddie. Sind Sie sich sicher, dass sie in den letzten Tagen nicht mal hier war? Jo. Sagen Sie mal, Sie sind auch mit dem Schnellzug durch die Kinderstube gefahren. Bisschen freundlicher jetzt auch. Nochmal die Frage, war sie hier? Entschuldigen Sie mal, das ist doch Ihre Jacke. Was reden Sie für ein Bullshit, Mann? Das ist die von Rons Schwester. Ron. Also Rons Schwester hat exakt dieselbe Jacke wie Madeleine. Zufall. Ja, scheinbar. Ron, sag mal, dass die Jacke deine Schwester gehört. Ja, das ist die Jacke von meiner Schwester. Toll nachgeplappert. Auch an Sie die Frage nochmal, war Madeleine in den letzten Tagen mal hier? Maddie? Nein, Mann, hab ich doch schon gesagt. Darf ich mich hier mal umsehen? Ja, tun Sie sich keinen Zwang an. Dankeschön. Bitte schön. Ey, wieso darf der nicht wissen, was... Ich bin klärt alles später, bist du mit. Ja, okay. Hören Sie zu, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss zu einem Termin. Na gut, dann vergessen Sie aber nicht, sich was anzuziehen. Wenn sich mal den meldet, sagen Sie, sie soll ganz dringend ihre Mutter anrufen. Sie macht sich große Sorgen. Jetzt check ich's. Die alte Schreckschraube hat sie hergeschickt. Nein, die alte Schreckschraube kümmert sich gerade um ihren Sohn. Ja, alles klar. Sie kapieren es nicht, oder? Das Jugendamt ist bereits auf der Suche nach Pflegeeltern. Das heißt, wenn Maddie nicht ganz schnell nach Hause kommt und sie um ihren Sohn kümmert, dann wird er weggenommen. Kapieren Sie das? Auf Wiedersehen. Was ist denn hier los, Alter? Bei mir steht die Scheiße bis zum Hals. Ja, ich seh's. Lorenz? Frau Lorenz? Lukas, ich war jetzt gerade bei Jesse Mertens. Haben Sie ihn im Knast besucht? Nein, nein, nicht im Knast. Er ist draußen, auf Bewährung. Jetzt schon? Unfassbar. Was sagt er denn? Ist Madeleine bei ihm? Nein, sie war nicht bei ihm, aber ich habe das Gefühl, dass sie zwischendurch bei ihm war. Was will sie nur mit dem Idioten? Was jetzt? Frau Lorenz, ich lege mal ganz kurz auf. Ich melde mich später bei Ihnen, okay? Bis später. Tschüss. Warum bist du nicht wie abgemacht gestern Abend bei uns im Club aufgetaucht und hast die Kohle abgeliefert? Hey Mann, es gab ein paar Probleme, aber heute kriegt ihr die Kohle ganz sicher, Mann. Okay, du Hund. Letzte Frist. Heute Abend um 18 Uhr lieferst du die Kohle ab. Oder deine Alte wird dafür bezahlen. Lass Madeleine raus, die hat nichts damit zu tun. Hast du verstanden? Hey, lass dich keiner vorgeschlossen, wenn du uns verarschen willst. Hören Sie auf! Der Typ, wer war denn das? Keine Ahnung, Mann. Weiß ich nicht. Quatsch, keine Ahnung. Sie wissen genau, wer das war. Hat er Madeleine? Ist sie in seiner Gewalt? Ich meine, ich habe doch mitbekommen, wie er sie bedroht hat. Hören Sie mal zu. Ich helfe Ihnen, aber Sie sagen mir, wer das war und Sie sagen mir vor allem, wo Madeleine ist.
Na, verpissen Sie sich endlich mal. Ich komme schon klar. Ich regle meine Probleme alleine. Also eins jetzt wohl klar. Jesse Mertens hat nach seiner Haftentlassung Kontakt aufgenommen mit Madeleine. Er steckt in großen Schwierigkeiten, er muss wohl größere Summen Geld zurückzahlen. Auf gut Deutsch, er macht genauso weiter wie zu der Zeit, bevor er in Haft war. Problem ist nur, jetzt zieht auch noch Madeleine mit rein. Wo ist Madeleine? Das ist meine große Sorge. Ist sie in der Gewalt dieses Schlägers? Aus Jesse war er nicht rauszubekommen. Deswegen versuche ich jetzt über eine Halteanfrage mal rauszufinden, auf wen dieser schicke Wagen da angemeldet ist, mit dem der Schläger abgefahren ist. Ich meine, die Buchstaben konnte ich immerhin noch erkennen. Ich war ja noch zu benommen, um das ganze Nummernschild lesen zu können. Aber ich denke, bei dem auffälligen Wagen müsste ich mit einer Halteanfrage weiterkommen. Toll, dass das kurz klappt. Hallo, Herr Lukas. Es ist wirklich dringend. Hallo. Also das Mädchen, von dem ich erzählt habe, die Ex und wahrscheinlich wieder Freundin von Mertens. Also ich bin mittlerweile sicher, dass sie nicht einfach mal so eine Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Sondern? Ja, ich habe vorhin miterlebt, wie dieser Mertens attackiert wurde von einem Schlägertypen, der die ganze Zeit Geld haben wollte. Er sagt, Kohle raus, ansonsten werde ich Madeleine was antun. Also meine Sorge ist jetzt, dass Madeleine in den Fängen dieses Schlägers sein könnte. Ich bin auch hinterher gesehen, wie der weggefahren ist, habe dann das Fahrzeug gesehen und einen Teil des Nummernschilds. Ja gut, fahren wir in mein Büro. Es dauert zu lange, dass ich vielleicht kurz telefonieren. Kennzeichen. München und dann BS. Die Ziffern habe ich, wie gesagt, nicht an Muster. Ja, ich bin's. Du, eine Halteabfrage. München, BS. Zahl ist unbekannt. Ein Mustang. Mhm. Gut, danke. Tschüss. Der Halter des Mustangs steckt mit einer Drogenbande in Verbindung. Klar. Das heißt, Mertens hat weiterhin Kontakt zur Drogenszene. Gut, diese Forderung könnte älter sein, aus den guten alten Zeiten, bevor er inhaftiert wurde. Jesse Mertens stand während seiner Verhaftung mit einer Drogenbande in Verbindung. Aber er wollte den Mund nicht aufmachen, hat seine Hintermänner nicht preisgegeben. Wie der Halter des Mustangs heißt, das dürfen Sie mir wohl nicht sagen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe Ihnen sowieso schon viel zu viel Infos rausgegeben. Das kann mich meinen Job kosten. Obwohl ich natürlich daran interessiert bin, dass diese Vögel auffliegen. Sie verkaufen Drogen in größeren Mengen in Clubs an Minderjährige. Ich mache mich sofort daran und suche nach dem vermissten Mädchen. Dann schicke ich Ihnen am besten ein Foto von Madeleine. Schauen Sie mal. So sieht sie aus. Hübsch. Noch so jung. Ja, 17. Hat ein 6 Monate altes Baby. Ich schicke sie Ihnen, ja? Gut. Sie können sich auf mich verlassen. Ich melde mich bei Ihnen. Das weiß ich. Danke. Wiedersehen. Okay, tschüss. Ja, ich noch mal. Ja, ich muss noch mal schnell was erledigen. Mhm. Was wird denn das hier? Kriminalpolizei, K16, Reuter der Name. Seit wann seid ihr vorhin allein unterwegs? Ihr seid ja sonst auch immer im Duett auf Tour. Komm auch ganz gut alleine klar. Ach ja? Ohne Helfer in der Not, auf fremdem Terrain, im Feindesland? Wollen Sie mir drohen und dabei eine Anzeige riskieren? Ich würde ganz gerne mal das Innere des Gebäudes sehen. Das Innere des Gebäudes, wenn Sie kein Durchsuchungsbefehl haben. Verlassen Sie besser schnell unser Grundstück. Sonst setzt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Herr Lukas, endlich sind Sie da. Haben Sie Madeleine gefunden? Leider nein. Jess hat große Probleme mit einer Bande. Aber ich will mir nicht ausmalen, dass jetzt ihre Tochter bei diesen Männern sein könnte. Aber das nutzt jetzt alles nichts. Die Polizei ist schon dran und ich kenne einen Kommissar recht gut, der auch schon Bescheid weiß. Und den sollten wir jetzt mal ein bisschen mit Informationen füttern. Okay. Können Sie kurz einen Blick auf den Kleinen werfen? Ich hole nur schnell Marvins Kinder. Ja, klar. Madeleine! Na? Geht's dir gut? Marvin, geht's gut. Was ist mit dir? Wo bist du gewesen? Alles okay.
Was ich jetzt am wenigsten brauchen kann, ist, dass du mich damit nervst. Also lass es. Also Madeleine, es ist überhaupt schön, dass du wieder da bist. Deine Mutter hat sich große Sorgen gemacht. Ich heiße übrigens Stefan Lukas. Ich bin Rechtsanwalt und deine Mutter hat mich gebeten, ihr ein bisschen zu helfen. Ja, ich weiß. Du weißt es. Von wem? Von Jesse. Sag mal, wer hat dir das angetan? War das dieser Jesse? Nein, das war in der Bäckerei. Da bin ich gegen eine Tür gelaufen und dann habe ich deswegen bei einer Kollegin geschlafen. Oh, jetzt lüg mich nicht an, Madeleine. Ich weiß genau, dass du die Ausbildung in der Bäckerei schon vor Wochen geschmissen Woher hast. Woher weißt du das? Also Madeleine, ist doch offensichtlich, dass dir nicht gut geht. Was ist passiert? Lass mich einfach in Ruhe. Wo hast du das viele Geld her? Das platzt ihr hier so einfach rein. Lass mich. Moment. Du redest jetzt mit mir. Wo hat denn mein Kind so viel Geld her? Steckt sie da jetzt in irgendwelchen kriminellen Machenschaften mit drin? Oder hat Jesse sie damit reingezogen? Gut möglich. Das wird erklären, warum sie da verdrückt, mit ihnen darüber zu reden. Den Weg zur Polizei können wir uns dann ja auch sparen. Und was mache ich jetzt mit dem Buttgerät vom Jugendamt? Ich muss eh mal ins Büro. Ich werde auch gleich einen Antrag für Sie fertig machen, auf Übertragung der Vormundschaft. Auf dem Weg dann halte ich bei Jesse an und ich nehme an, Ihre Tochter ist auch auf dem Weg hin. Ich probiere sie dort nochmal abzufangen. Oh, ein Geheimversteck im Kopfkissen. Ich fasse das einfach nicht. Da ist noch was drin. Von Jesse Martens aus der JVA hat Madeleine Lorenz in die Mahnungsadresse von der Bäckerei, in der sie gearbeitet hatte. Gute 3 Monate her. Meine liebste Maddie, du wunderst dich bestimmt, dass ich dir schreibe, aber ich muss es tun, denn ich vermisse dich so schrecklich. Ich habe im Knast Zeit und denke viel nach. Mir ist klar geworden, dass die Trennung ein großer Fehler war, der größte Fehler meines Lebens. Ich habe Riesensehnsucht nach dir und nach unserem Sohn. Ich komme bald auf Bewährung raus. Vielleicht können wir nach meiner Entlassung einen zweiten Anlauf nehmen. Ich werde auch alles dafür tun, damit sich dein Plan erfüllt. Hä? Verstehe ich nicht. Was denn für ein Plan?